Wunderschönen guten Morgen. Läuft. Ja, nein, das war falsch. Was? Das und das und jetzt. Ja, willkommen zurück, Back to the Throne X2. Eigentlich wollte ich ja wieder ein bisschen Doom, Eternal Doom spielen. Nicht zu verwechseln mit Doom Eternal, ist was anderes. Doom Eternal ist das Neue und Eternal Doom ist das Alte, was ich spiele. Was jetzt? Ist doch egal. Ja. Genau, ich darf jetzt auch einfach Back to Saturn X2 weiterspielen, einfach weil ich gerade Bock drauf habe. Und dann spielen wir nächste Woche, dann müssen wir dann wieder ein bisschen aufholen mit Eternal Doom. Ja. Genau. Also starten wir einfach mal direkt rein. Mal gucken. Ich weiß gar nicht mehr. Man glaube wieder bei dieser Hub-Map, kann das sein? Müsste gut gewesen sein. Mittlerweile kam übrigens eine neue Version von Doom vor Doom raus, und zwar 3.8 Alpha 5 oder so. Without mercy. Ja. Können wir natürlich nicht benutzen, weil wir haben noch bereits den Speicherstand. Müssen wir den Speicherstand aufgeben. Aber nur so zur Information. Also für die, die Interesse haben. Ja genau, es ist eine Hubmap. Nur Gegner, null Defensor. Für die Interesse haben, ist eine neue Version draußen. Ich muss mal gucken, ob die mit GZ kompatibel ist, weil die Alpha 4. Weil wir spielen ja hier noch mit der Alpha 3. Was ganz einfach daran liegt, dass die Alpha 4 mit GZ-Doom immer abstürzt. Ich habe keine Ahnung warum. Obwohl ich die aktuelle GZ-Doom-Version nehme. Ja, egal. So, es ist ganz schön dunkel hier. Oder ist es bei mir von zu hell? Keine Ahnung. Ich sehe auf jeden Fall einen Scheiß. Was wir machen könnten. Wir werden erwartet. Was wir machen könnten, mal gucken hier wegen Upgrades. Wenn wir sowieso schon mal eine Map haben, wo absolut nicht losgeht, können wir mal gucken, ob wir hier. Hier haben wir alles. Alles okay. Ja, wow. Ja, nein, die Superschrift benutze ich nicht. Die Peter ist dieses komische Ding, das Ding hier, das bitte auch nicht. Ja. Da haben wir auch schon alles. Und die Shankan. Mobile Toilet ist halt eine Sache, ist geil, ja, aber das verbraucht so abartig viel Munition. Das ist eine Verschwendung, da greife ich lieber zu einer stärkeren Waffe. Aber dieser Gatling Rotator, der wäre schon eine Option. Kann man den mal im Hinterkopf behalten? Rocket Launcher habe ich auch schon. Das, was ich benutze, dieses Detonator habe ich noch nie benutzt. Von daher brauchen wir es hier im Let's Play auch nicht. Lightning Gun, Plasma Rifle, Heat Wave. Discharge Wave of Heat based on Bullet Up. What? Discharge Wave of Heat based on Build Up. Dass quasi die Schüsse immer mehr Kraft quasi haben, also mehr Hitze. Plasma ist ja ein Gas, was in dem Sinne nicht tödlich ist, weil es ein Gas ist, weil wenn ne, Luft ist auch ein Gas und bringt mich nicht um. Aber das Besondere an Plasma ist halt, es ist extrem heiß und die Hitze ist quasi das, was einem tötet an Plasma. Und hier wird es quasi dann einfach noch heißer, je nachdem wie lange ich schieße quasi. Stunt Bomb, Radius Practice, Stunt Enemies und Impact. Plasma-Waffen nutze ich eigentlich kaum. Lightning Gun, was ist nochmal Lightning Gun? Lightning Gun? War das hier die Dir oder was? Aha. Static Waffle ist diese ganz geile. Ich glaube die. Nein. Die hier, die sich beim Laufen auflädt. Deswegen auch ne, wenn man läuft, statische Aufladung. Daher lässt sich der Name herleiten, sage ich jetzt mal. Ich hoffe, dass ich das richtig
Und dass das hier auch die Static Rifle ist und ich jetzt nicht so gerade Quatsch erzähle. Gauss Cannon. Nee, stimmt, das. Das hier war die Gauss Cannon. Dann war das hier die Plasma Rifle. Das kann nämlich sein, weil die hat nämlich auch so ein Visier. Während die andere, die hat ja kein Visier. So, mal gucken, was gibt's denn noch? BFG ist halt geil. Wir müssen die BFG auch öfters nutzen. Gerade jetzt, weil kommen wir jetzt wieder, ne, wir kommen langsam zum Ende der Map. Also des Map Packs. Von daher wäre sowas halt auch geil. Hyper Storage plus 1 Emination. Ah, klingt geil. Und bitte. BFG spins around shooter striking enemy with lasers. Das ist geil. Ist quasi, dass wenn man schießt, man diesen Ball, der da rauskommt von dieser, ja, was auch immer das darstellen soll, also dieser BFG-Feuerball, sag ich jetzt einfach mal, dass der quasi nicht geschossen wird, sondern dass der dann um einen rumschwebt und man quasi, während er um einen rumschwebt, praktisch die Gegner, die um einen rum sind, mit Lasern abschießt. Also, ja. Ganz witzig, ganz geil. Kann ich euch einmal, ne, damit ihr wisst, was ich meine, einfach mal hier gucken. Normalerweise ist halt so, man schießt, bam, der Ball fliegt. Und, ja, wie viel aktiviere ich jetzt überhaupt? BFG Orbiter, while Orbiter is active, second extend, was? Ach, at second fire. Okay, also per Rechtsklick. Gut. Wenn ich das Rechtsklick mache, tada, habe ich diesen Orbiter. Und der ist halt um mir für eine gewisse Zeit. Und während der Zeit werden halt alle Gegner erledigt. Und wenn ich dann nochmal Rechtsklick mache, wird halt die Zeit immer weiter alle verlängert. Nochmal. Was? Moment mal. BFG spins around shooter striking enemy with lasers while orbiter is active secondary extends time by set 16 seconds. Ja, ist ja schön, dass es bei jedem Schuss die Laufzeit verlängert, aber müsste ein Schuss nicht trotzdem eine Kugel kosten? Oder kann ich das jetzt kostenlos verlängern? Hä? Müssen wir mal. Nee. Das wäre sowas von overpowered. Müssen wir mal in der nächsten Map mal gucken. Aber das wäre sowas von overpowered? Oder ist das Ding nicht sehr kräftig? Dass man quasi sagt, okay, weil es eine schwächere Alternative ist, hat man dafür quasi kostenlose Verlängerung. aber das ist ja schon overpowered, wenn es wirklich so kräftig ist, wie ich denke. Adamantite? Also ich kenne Adamantium. Plus 1 Projekte Radiation Charge per Was? Verstehe ich nicht. Also das einzige Wort, was ich bei diesen drei Wörtern kenne, ist System. Ja, gut, das heißt also bei der BFG, da würde ich das mit dem Orbiter gerne mal probieren. Aber wie gesagt, nur so als Testlaunch in der nächsten Map, wenn wir mal wieder ein paar Gegner haben. Aber gut, ich lasse mal kurz neu. Wir haben ja noch nichts gemacht. Wie viel ist denn das denn? Orbiter 20.000. Wir haben 36.000. Wie gesagt, die Sache ist, wenn das wirklich sehr effektiv ist, können wir das auf jeden Fall benutzen. Aber irgendwie kommt mir das vor, wie als wenn das so nicht sein sollte. So, was war das, was wir... Ah, genau, hier, dieses Gatling Rotator mit 6000. Also das kaufe ich auf jeden Fall mal. Aber das ist geil. Das sorgt quasi dafür, dass diese... Ich sag mal rein. Normalerweise hat man es ja so, wenn man hier mit dieser Waffe schießt, dann kann man gerade wenn man, ich drücke jetzt und Hä?
Moment. Normalerweise müsste doch eine Verzögerung drin sein zwischen dem, dass ich klicke und er wirklich schießt, weil er das Ding erstmal andrehen muss. Gibt's aber gar keine Verzögerung. Was bin auf Barrel to shoot is closest. Ach so, das ist also kein Vordrehen, sondern der dreht sowieso immer gleich von Anfang an. Aber dafür habe ich hier explosive Schüsse. Hölle? Nein, nicht laden. Diese ganzen Upgrades ist alles so. Nein. So, jetzt habe ich dieses Dings da mit drauf. Ah, jetzt habe ich so eine Einschlag-Explosion. Ist natürlich auch witzig. Heißt also, damit wird die Waffe einfach nur kräftiger in dem Sinne. So, und was ich meinte vorhin, ne, hier, Shankan, Mobile Turret, das Ding ist halt absolut overpowered. Guckt euch das Ding mal an. Ich halte das Ding jetzt mal. So geht's, aber wenn ich jetzt in diesen mobilen Dieser unterschalte, guckt mal unten auf die Munitionsanzeige. Leer. Obwohl das Ding voll war. Also das Ding ist geil, ist kräftig, er braucht aber so unendlich viel Munition, dass ich mir denke, nee, dann lieber eine andere Waffe, die genauso kräftig ist, aber dafür länger hält, weil diese scharfe Munition ist ja auch die, die wir hier für unsere die Waffe hier benutzen, und die ist mir dafür zu wichtig, als dass ich die gesamte Munition dafür einfach verschwende. Von daher. Gut, ne, da kaufen wir jetzt erstmal doch keine Upgrades. Lass ich erstmal alles so, wie es ist. Boah. So, dann gehen wir mal hier zum Ende der Map, wo auch immer wieder für landen müssen. Okay. Okay. So, hier ist der Kasse. Ah! Das ist keiner. Auch nicht so eine Taschenlampe. Man sieht einfach gar nichts. Oh, ist noch ein Weg. Geil. So, hier ist nichts. Eine schnieke Brücke. Ich finde diese Atmosphäre so geil von dieser Hub-Map. Also bei der haben die sich echt schick Mühe gegeben. Ich meine, klar, macht Sinn, weil die Map kommt in dem Map-Pack öfters vor, weil es ja ein Hub ist. Aber trotzdem ist es ultra geil. Sonst da hätten die echt ruhig öfters mal verwenden können. So, dran kriegen wir definitiv Schaden. Bringt doch nichts da reinzugehen. Hier ist nichts, auch wenn man nichts sieht. Sieht aus wie eine Tür. Alter, ist so scheiße dunkel. Ich erkenne einfach gar nichts. Das ist eine Tür, oder? Doch, das ist eine Tür. Aber da kommen wir nicht rein. Okay. So, was ist hier? Hier ist ein Kopf, das anguckt. Hey. Ich bin's. Dein Vater. Ha. Hier geht's weiter. Okay, dann gehen wir mal hier hoch. Aber es ist nicht die Hub-Map, die wir sonst immer hatten, oder? Weil der Bereich hier, der ist komplett neu und passt doch nicht so in die. Ja gut, ist jetzt hier ein bisschen unglücklich gemacht, dass es hier so um. Was soll das sein? Ich meine, verkrustete Lava oder was? Sieht ein bisschen seltsam aus. Das Schöne ist, wir kriegen keinen Schaden, aber wir müssen irgendwie raus, und wenn ich jetzt da lang gehe, kriege ich auf jeden Fall Schaden. Ich gucke vorher nochmal, was hier so ist. Okay, doch, das ist die Hub. Das ist die Hub, die wo wir letztens waren. Oh, ist das geil. Dass sich das Ding auch mal weiterentwickelt. Oh, klar, da sind wir letztens reingegangen, und jetzt läuft hier so Lava raus und frisst sich hier durch das gesamte Konstrukt. Das sind genau die Lava, die hier rauskommt, wo wir hier praktisch jetzt unten waren. Da, hier waren wir gerade. Und hier frisst sich die Lava bis hier unten durch. Ist natürlich auch geil.
So, das heißt also. Ups. Habe ich das frische Hand bekommen? Ach, ich kriege gar keinen Schaden. Wow, danke dafür. Das heißt. Aha, na, schau mal einer an. Wir müssen hier lang. Ich dachte erstmal, wir müssen hier irgendwie auch wieder raufkommen, aber nö. Hier geht's weiter. Wo genau? Ist schon wieder so scheiße dunkel hier. Hier ist eine Wand. Hier ist auch eine Wand. Gut, dann geht's also hier weiter hoch. Da und nach da geht's. Erstmal hier. Das ist doch der Bereich, von dem wir letztens kamen, oder? Ja, genau. Das ist der Bereich, von wo wir letztens kamen. Die Tür ist geschlossen. Ist gar keine Tür. Lol. Hier ist offen. Holy moly. Oh, hier brennt's. Oh. Ich glaube, hier sollen wir hin. Das hier erinnert mich. Der Bereich erinnert mich gerade ultra an Strife. Ja, ist Exit. Also hier, wer nicht weiß, also das Strife, der Nachfolger von Doom, Hexen, Heretic und so. Und dann gab es noch ein Spiel, das hieß Strife. Und da war auch ein Level, das hatte auch, da muss man hier umlangen irgendwie. Oder nee, ja, egal, auf jeden Fall hatte es so einen Bereich, der sah hier so ähnlich aus. Daran hat mich gerade erinnert. Ich spiele gerade privat übrigens Shadow. Er ist ein Spiel. Keine Ahnung. Auf jeden Fall spiele ich gerade haufenweise Klassiker. Also richtig alte DOS-Spiele noch. Die alle so aus der Zeit kamen, kurz nach Doom. Oder kurz vor Doom. So, hier war doch noch ein Weg, wo ich noch gucken wollte, wo der lang geht. Wo geht denn das hier lang? Achso, da war ich. Hier war ich gerade. Hinter ist der Turm. Dann muss ich hier lang. Genau, da die Tür ging nicht auf. Da war denn jetzt der andere Weg. Hier war der andere Weg. Ach, ist gar kein Weg. Ist nur eine Sackgasse. Wow. Okay, dann haben wir alles. Dann, ja, wow. Dann gibt es also wirklich nur das eine, wo wir, das eine, wo man hin kann. Auf ins Ziel. Halt, falsche Richtung. Na gut. Und dann wird man sagen, ja, das war's. Genau. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, wie das Spiel hieß, was ich gerade spiele. Also zum Beispiel spiele ich gerade Ultima Underworld. Also hier, ne, Ultima Underworld, Ultima Underworld 2 spiele ich gerade. Und dann noch ein Spiel, irgendwas mit Shadow. Shadow Warrior oder irgendwie so. Read me. Ja, so. Ist von Raven Software. Was? Ein DOS-Spiel ohne Read me? Oder bin ich gerade gefunden? Nee, tatsächlich keine Read me. Davon habe ich auch die CD-Version. Ist hier eine Read me? Auch keine Read me. Gott, wie hieß denn das Spiel? Hieß, glaube ich, Shadow Warrior. Ich hoffe, es wird gerade nicht zu laut. Könnte durchaus sein. So. Achso, ja, okay. Ist die falsche DOS-Box. Ich brauchte für eine speziell konfigurierte DOS-Box. Kacke. Nichtsdestotrotz, bla bla bla. Es müsste auch auf jeden Fall Shadow Warrior sein. Oder ich bin gerade komplett behindert. Ah, Shadowcaster. Aber was war denn Shadow Warrior? War das nochmal ein anderes Spiel, was ich früher gespielt habe? Haha, Sigil. Ja, SimCity kennen wir ja alle schon. Ja, ich habe eine ganze Menge gute alte DOS-Spiele. Weil das Witzige ist, deswegen ist es hier auch in diesem komischen Ordner, wenn man Knoppix hat, was ich ja habe, dann
wenn man Knoppix als Flash-Version installiert, dann hat man ja quasi diesen Hauptordner, wo der Knoppix-Ordner drin ist, wo der Boot-Ordner drin ist, der da, und wo der Syslinux-Ordner drin ist, der jetzt bei mir nicht da drin ist, weil, Baum, ich habe halt den Boot-Ordner, weil ich, ja, das habe, egal, und in den Ordner kann man auch andere Sachen reinpacken, weil bei Knoppix kann man ja, wenn man Knoppix startet, kann man ja auch nicht, naja, also wenn man in diesem Knoppix Startscreen ist, wo dieses Knoppix Logo ist und man mit Enter bestätigen kann, um Knoppix zu starten oder Boot-Option eingeben kann, dann kann man da auch statt Punkt was einzugeben, DOS eingeben, also DOS, und dann wird FreeDOS gestartet. Und FreeDOS nutzt nämlich genau diese Partition oder diesen Ordner als Laufwerk C. Und das heißt, ich kann dann aus FreeDOS direkt meinen Rechner mit DOS starten und darauf die ganzen DOS-Spiele direkt auf meinem Rechner spielen. Das ist ultra geil. Ja. Ist geil. Mag ich. Ein Hoch auf Knoppix. Und auf FreeDOS. Egal. Das ist jetzt hier Dungeon Master. Dungeon Master habe ich auch gespielt, dann aber sagt mir was, aber ich weiß gerade nicht, worum es in dem Spiel geht. Ist auch egal. Ja, so, auf jeden Fall, das war's mit der Web. Egal, Feierabend. Geht schon wieder alles viel zu lange hier. Was labe ich eigentlich für ein Dreck? Ja. Na dann, bis zum nächsten Level. Tschüss.